Auf weiße Weihnachten mussten wir in diesem Jahr verzichten, nicht aber auf eine zünftige Schneeballschlacht. Trotz 5 Grad plus, zumindest hier in Gelsenkirchen, kein Problem. Die Lösung, tonnenweise Kunstschnee bei der 5. Schneeballschlacht WM auf Schalke. Das Wetter, das ist vollkommen egal. Wenn man einmal hier ist mit dem Schnee. Man muss, der Kopf muss mitspielen, dann passt das. Genau. Schnee ist da und das bisschen Asphalt, was hier liegt, ist doch scheißegal. Wind und Regen sind den Menschen auch an der Küste egal, wo es kein ungemütliches Wetter, sondern nur falsche Kleidung gibt. Mit der richtigen Einstellung verliert selbst das tristeste Jahresende seine Schrecken. Für Glühwein reicht das. Man friert nicht und läuft sich gut durch die Gegend. Ich habe hier jetzt eine Mütze mitgebracht. Brauche ich zum Glück nicht, weil es warm ist hier. Und den Schirm zur Regenabwehr. Also alles gut hier. Richtig, Schnee gibt es nur in den Höhenlagen wie hier auf dem großen Arber im Bayerischen Wald. Die dichten Wolken über der Piste sind symptomatisch für die nächsten Tage. Selbst in der Silvesternacht wird die Sicht auf das Feuerwerk fast im gesamten Bundesgebiet kaum besser. Zu Silvester ist es häufig trüb und auch teils nass bei uns. Im Südwesten gibt es am ehesten die Chancen auf ein paar Auflockerungen. Dazu müssen wir uns aber nicht wirklich dick einpacken. Es bleibt nämlich meist frostfrei. Für das neue Jahr gehen die Meinungen dagegen extrem auseinander. Die einen Meteorologen schließen einen heftigen Wintereinbruch Mitte Januar nicht aus. Denn der alle 2 Jahre auftretende Polarwirbel am Nordpol, der normalerweise milde Luft nach Europa befördert, könnte sich aufsplitten und stattdessen für sibirische Kälte sorgen. Andere Wetterexperten erwarten das Gegenteil, einen frühlingshaften und bis zu 3 Grad wärmeren Januar als normal.